Am späten Abend erreicht Peter Rothmeier und Michael Weber einen Notruf aus einer Arztpraxis. Wir sind hier zur Praxis gerufen worden, weil es hier zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen ist. Wahrscheinlich ist sogar auch hier der Praxisinhaber, der Herr Ulf Barkold, verletzt worden. Dann wollen wir uns jetzt schauen, wie es hier weitergeht. Oha. Jo. Wie sieht das hier aus? Sieht nach Stress. Hallo? Hallo. Die Polizei? Ja, ich habe Sie gerufen. Sie hatten angerufen? Ja. Ich habe das gerade hier so vorgefunden. Wer sind Sie? Sonja Arndt. Okay. Einmal kurz. Jo. Moin. Tag auch. Was haben wir hier? Wir haben ihn hier bewusstlos aufgefunden mit einer Kopfverletzung. Mehr weiß ich auch nicht. Wir sind auch platt gekommen. Und nicht ansprechbar, oder? Nicht ansprechbar. Wer ist er denn? Ihr wisst das noch nicht. Genau. Wo ist die Frau? Junge Frau? Ja. Können Sie uns sagen, wer das ist? Ja, natürlich. Das ist mein Lebensgefährte, Ulf Barkold. Der ist hier Paartherapeut. Das ist seine Praxis. Und den haben Sie jetzt so aufgefunden? Den habe ich so aufgefunden. Deswegen habe ich Sie angerufen. Und die Sanitäter auch. Ich bin hier reingekommen und da vorne war alles verwüstet. Er hat mir nicht geantwortet und bin hinten durch. Und er war ganz alleine? Er war ganz alleine. Praxis war zu oder aufgeschlossen? Die war zu. Ich habe sie selber aufgeschlossen. Auffällig war die Verwüstung innerhalb der Praxisräume. Ja? Und dementsprechend haben wir erstmal vermutet, ist es vielleicht zu einem Einbruch gekommen. Das konnten wir nach Ermittlungen aber ausschließen. Somit mussten wir ermitteln, wer könnte denn hier der Täter sein? Eventuell aus dem Patientenkreis. Er hat mir vor ein paar Tagen erzählt, es waren ein paar hier und es hat ihn sehr mitgenommen, weil er wollte halt, dass die Ehe wieder funktioniert. Aber es hat halt wirklich kein gutes Ende genommen. Sie hat sich dann scheiden lassen. Und da war er wirklich, wirklich fertig. Das hat ihn echt mitgenommen, dass das nicht geklappt hat. Der Ulf war jetzt fertig? Ja, mein Lebensgefährte. Und das Paar, was war an dem so besonders? Sagten Sie, da waren ein paar hier? Ja, es hat halt noch ein Nachspiel. Der Mann ist halt nochmal hier vorbeigekommen und hat randaliert vor ein paar Tagen. Oh, okay. Das wäre natürlich der erste Anhaltspunkt. Ja. Sie wissen aber nicht, wer das ist. Wie kommen wir an den Namen? Eigentlich müsste eine Sprechstundenhilfe das sagen. Weil können wir die erreichen irgendwie? Ja, ich glaube, ich habe die Nummer im Handy. Ja, das wäre schon mal ein Schritt weiter. Ein Anruf bei der Sprechstundenhilfe des Herrn Barkold ergab, dass ein gewisser Herr Weingarten sich in letzter Zeit über eine misslungene Paartherapie aggressiv geäußert habe. Er ist auch schon mal wieder in die Praxisräume hier zurückgekehrt und hat so ein bisschen rumrandaliert, so heißt es da im Jargon. Eventuell kann man ihn da zum Kreis der Verdächtigen zählen. Da müssen wir ihn vielleicht mal zur Wache bestellen und näher befragen. Der junge Mann, der hier hinter mir sitzt, ist durch eine Streife aufgegriffen worden. Auffälliges Fahren, 1,6 Promille, hat Blutanhaftungen an seiner Kleidung. Gab uns gegenüber an, dass diese Anhaftungen von seinem eigenen Nasenbluten stammen. Dem Ganzen haben wir keinen wirklichen Glauben geschenkt, zumal er, wie gesagt, stark alkoholisiert ist. Deswegen glauben wir nämlich alles, was er uns erzählt in der Polizeikontrolle. Der geht jetzt in den ED-Raum. Da wird Blut von ihm entnommen. Das wird mit dem Blut auf der Jacke abgeglichen. Dann checken wir, ob es wirklich sein Blut ist oder ob es Fremdblut ist. Weil dann müssen wir weiter ermitteln. Während sich der junge Mann einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterziehen muss, erreicht der Verdächtige im Fall der verwüsteten Praxis die Wache. Naja, wir haben sie einbestellt, weil sie Patient bzw. in Therapie bei einem Herrn Barkold waren. Barkold, ja? Klar. Paartherapie, sagt ihr. Ihr ganzes Leben zerstört, ja. Was heißt ihr ganzes Leben zerstört? Bei dem waren wir in der Therapie gewesen und das Ende vom Lied war nachher viel Geld und Scheidung. Ja. Ja. Also die Therapie hat in dem Sinne nichts gebracht. Ja, der hat dir irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt und dann nach Ende der Therapie zwei Einzelgespräche, die Kohle und dann sagt die zu mir, die will sich scheiden lassen von mir. Ja. Okay, okay. Worum es tut mir aufrichtig leid. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir das dem Herrn Barkold in die Schuhe schieben müssen oder das eine Entscheidung von Ihrer Frau war. Allein gehen, worum es geht, ist, der Herr Barkold wurde heute in seiner Praxis durch einen Patienten wohl angegriffen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der angegriffen wird. Der macht bestimmt öfter so einen Mist. Ich kenne ihn nicht. Deswegen sind Sie hier. Ne? Deswegen sind Sie vorgeladen bzw. eingeladen bei mir und sollen sich mal ein bisschen zu dem Herrn Barkold äußern. Wie war das denn bei Ihnen in den Therapiesitzungen? Sind doch schon mal aneinander geraten, habe ich gehört. Ja, klar. Direkt nachdem meine Frau mir gesagt hat, dass sie sich scheiden lässt. Ja. Nach der letzten Sitzung, nachdem er abgerechnet hatte, dann wollte ich den dann kragen. Ja, sicher. Weil er mir erzählen wollte, irgendwas vom Patientengeheimnis oder so. Ich sagte, was hast du denn da mit der gemacht, dass die sich jetzt aber mal scheiden lassen will. Wir wollen auch die ganzen Probleme aufarbeiten, damit wir da wieder zueinander finden.
Und dann kassiert er ab und kaum ist die Rechnung bezahlt, da sagt die mir auf einmal, die will sich scheiden lassen. Also der zuerst Geladene, der Herr Weingarten, machte auf mich schon zum einen einen sehr enttäuschten Eindruck. Hat er letzten Endes durch diese Paartherapie auch seine Beziehung, wie er sagt, verloren. Allerdings, wenn jemand sich so vor mir gibt und das, was ich so zwischen den Zeilen rauslesen konnte, da war genug Wut und genug Potenzial in ihm, dass ich ihm das trotz allem zugetraut habe. Nichtsdestotrotz hat man ja auch an seinen Reaktionen gemerkt, dass er unter Umständen eine Person ist, die da mehr Gas geben kann, als ihr gut tut. Zur gleichen Zeit in der Praxis des Paartherapeuten. Da liegt ein Handy. Wem gehört das? Dem Hund? Das hier? Ich weiß nicht. Micha, das hier am Boden, meinst du? Ja, oder gehört das dem Hund? Sieht aus wie ein Handy, oder? Ja, das ist ein Handy. Totenkopf drauf? Ist doch sehr markant. Mm, ja. Drehen Sie es mal um. Ja, jetzt erkennen Sie es? Nein. Also ich würde sagen, das ist individueller als ein schwarzer Bildschirm, ne? Drück mal drauf, vielleicht ist da eine Nummer da drauf. Guck mal. Irgendwie, mit Handschuhen geht das, glaube ich, sowieso nicht, ne? Ah. Der Hund? Was? Ist der Hund so schrecklich, oder was? Nein. Ja, der ist wirklich furchtbar. Was ist da los? Das ist unser Familienhund. Und das ist das Handy von meinem Sohn. Was macht denn das Handy von Ihrem Sohn hier? Was hat der hier zu suchen? Keine Ahnung. In dem Büro hier? Nee, eigentlich hat er hier gar nichts zu suchen. Wem gehört das Büro hier? Ist das von Ihrem Lebensabschnitt? Das ist eigentlich Büro ein Büro. Von meinem Lebensgefährten, ja. Okay, der ist aber jetzt hinten gefunden worden. Entweder hat er sich da hingeschleppt. Müssen wir gleich mal fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn da hinten gefunden. Ja. Also die Frage, die sich mir jetzt hier stellt, ist, wie verstehen sich denn Ihr Lebensgefährte und Ihr Sohn? Kann es dazu Streitereien kommen? Nein, die verstehen sich super, die beiden. Da gab es keinen Zwist auch in der Vergangenheit gar nichts. Dann danke ich erstmal für die Zeit. Also wie gesagt, von meiner Seite sind Sie. Haben wir schon gedacht, Frau Schickini, dass du mal was zu tun hast. Gut, bleib sitzen. Ja, nee, lass sie ruhig, das ist halt auf Ihren Mist gewachsen wegen der. Ist klar, was ja, woher kommt das denn? Warum laden die mich denn vor? Da hast du, glaube ich, schon wegen der Scheiße wieder geredet, oder nicht? Ich weiß gar nicht, warum ich. Ja, Tuten und Blasen, keine Ahnung. Jetzt tust du schon wieder so, als wenn du von nichts wüsstest. Herr Weingarten, da ist die Tür. Wo ist die Tür? Sich jetzt hinter Ihnen. Einmal rausgehen. Paul Richter hofft, über die Aussage der Ex-Frau Klarheit über den Fall zu gewinnen. Hat der aggressive Ex-Mann wirklich auf diese Art und Weise Rache genommen? Es gab da in der Vergangenheit wohl ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen ihrem Mann und ihrem Therapeuten. Ist das richtig? Also, dass sie sich mal ein bisschen am Ende zu. Ich kann mir gut vorstellen, natürlich. Er wollte ja die Trennung eigentlich gar nicht. Und er hat sich von mir überreden lassen zu dieser Paartherapie, ne? Ja. So als letzte Chance quasi für uns. Und es passte ihm aber absolut nicht. Würden Sie Ihrem Mann zutrauen, dass er dem gegenüber handgreiflich wird? Das würde ich ihm definitiv zutrauen, ja. Speziell bei der Verabschiedung des Herrn Weingarten konnte man merken, dass da viel Aggressionspotenzial in ihm steckt. Das soll aber nicht heißen, dass er auch tatsächlich unser gesuchter Täter ist. Und speziell mit den neu hinzugewonnenen Informationen, die ich von Nick bekommen habe, sollte sich die ganze Situation noch mal umdrehen. Sorry, ich kasche Paul. Gibt eine Wendung in dem Fall. Und zwar haben die Kollegen sich noch mal gemeldet. Die sind verständigt worden von einer Frau Sonja Arndt. Aha. Das ist die Lebensgefährtin von dem Ulf Barkholt. Okay. Das Ding ist nur, dass die Frau Sonja Arndt die Mutter ist von dem Patrick Arndt, den wir hier eben behandelt haben. Hier meine Alkoholfahrt, 1,6 Promille. Richtig, genau. Und, Dem sein Handy haben wir auch am Tatort gefunden, sprich in der Praxis. Also gehe ich davon aus, dass was ich hier gerade gemacht habe, Quatsch ist. Quasi. Ich habe dir den jungen Arndt in die 6 gesetzt. Den kannst du dann gerne noch mal verarzten. Ich danke dir vielmals. Diese Wendung wirft allerdings Fragen auf. Warum sollte der 18-Jährige seinen eigenen Stiefvater niederschlagen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder warten wir auf die Ergebnisse und auf die Aussage des Herrn. Und dann gucken wir mal, ob der uns dasselbe erzählt wie Sie oder ob das übereinstimmt. Oder ob der Ihren Namen fallen lässt. Und ab sich heraus kristallisiert, dass Sie was mit der Sache zu tun haben. Ich sehe, Sie werden unruhig. Warum? Mann, ich hatte die ganze Scheiße doch schon mal. Was denn für eine Scheiße? Mit Mama und Papa. Papa hat Mama jahrelang betrogen und ja, ich bin am Schaufenster vorbeigegangen. Da habe ich halt Ulf gesehen mit einer anderen und die hatten was. Ja, da bin ich da halt rein. Was hatten die denn? Die haben halt sich umarmt. Okay. Und ich habe Mama versprochen, dass das nie wieder vorkommt. Okay.
Ja, dann sind die Sicherungen durchgebrannt, dann sind sie da rein, haben die eine geballert. Ja, klar, da sind mir alle Alarmglocken angegangen und dann bin ich da rein und ja, dann, ich weiß nicht, dann habe ich ihn geschubst. Er ist halt mit dem Kopf gegen eine Tischplatte und dann bin ich halt abgehauen. Ihnen ist aber, Sie sind ja 3x7 alt, Ihnen ist ja schon klar, dass wenn Sie einen da so schädigen, dass er unter Umständen, wenn der doof fällt, dass er da versterben kann, ne? Ja, ich weiß, aber ich wusste selber nicht, was soll ich jetzt machen. Ich bin einfach abgehauen, hab mir Alkohol reingeballert und bin weggefahren. Auto gefahren Sie dann auch noch, ne? Bevor Paul Richter die Kollegen am Tatort über die neuesten Erkenntnisse informieren kann, kommt der Paartherapeut zu sich. Erstaunlicherweise zeigt der 43-Jährige Verständnis für seinen Stiefsohn. Das war einfach keine Absicht. Von wem? Das war der Patrick war hier. Der hat mich... Da ist auch sein Handy. Stimmt, das haben wir gefunden, bei Ihnen im Büro. Ja, der Patrick war hier, aber das war keine Absicht von ihm. Ich bin unglücklich gefallen. Das war, da ist was, der hat was total missverstanden. Wann hat er denn falsch verstanden? Das war letzte Woche. Er hat mich gesehen. Und zwar beim Mittagessen mit der Caroline zusammen. Aber das ist mir erstmal nicht verwerflich. Nein. Da ist der Papa, der Vater ist gestorben von ihr und die war fertig, hat geheult und ich hatte die heiß in den Arm genommen. Ist das eine Bekannte von Ihnen, diese Caroline? Oder wer ist das? Meine Sprechstundenhilfe. Ja, genau, hier vorne. Mit der hast du da telefoniert? Ach, die ist das? Ja, meine Sekretärin von der Sprechstundenhilfe. Ja. Und die hatte ich halt in den Arm genommen, getröstet. Und er hat das dann halt total missverstanden. Er kam hier rein und hat dann eine Zähne gemacht, hat gesagt, ich hätte was mit der und sonst. Ach, der dachte, Sie hätten eine Liaison mit der Caroline. Ja, ich hab die doch nur getroffen. Aber das ist ein guter Junge, der hat das nicht absichtlich gemacht. Wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung muss sich der Stiefsohn dennoch verantworten.